Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir gegen den Nebelsnarf gekämpft, glaube ich. Ja. Und, ja. Ich habe währenddessen offscreen so einige Sachen gemacht. Zum Beispiel habe ich alle Sachen zusammengetragen, die wir hier für die Story brauchen. Versuch mal hier eine Haihaut zu finden. Du musst einen verdammten Hai mit einem verdammten Sperr erledigen, was richtig kacke ist, besonders wenn du zwei nervige Begleiter hast, die den noch vorher töten, bevor man den kaputt hauen kann. Egal. War sehr anstrengend, nervig und ich habe nur eine einzige geschafft zu besorgen, obwohl ich eigentlich mehrere haben wollte. Aber egal. Geh mal ab und gucken, wie es weitergeht. Und jetzt wollen sie alle reden, okay. Was willst du? Hey, der Weberianer-Handwerker hat an der Maske herumgebastelt, als du unterwegs warst. Ich gehofft hatte, kann man damit für unbegrenzte Zeit unter Wasser überleben. Es gibt nur ein Problem. Die Maske ist zu klein für dich, Jäger. Sie sieht so groß aus, aber innen ist noch alles Mögliche angebracht. Das Ding passt nur dieser Lümmel. Wie heißen sie doch gleich? Chachi oder... und der andere? Wenn keiner der beiden es schafft, sind wir wieder am Anfang. Hoffen wir, dass sie mutiger sind, als sie aussehen. Ja, ich habe dir jetzt schon ein paar Kämpfe mitgenommen, deswegen. Kayama denkt nach über diese Maske in Höhle hinter Farm. Maske ist total toll und schick. Kayama denkt, ist es wert, genauer anzuschauen. Okay. Um zur salzigen Tiefen der Drachenhöhle zu kommen, brauchen Jäger Shaka Spezialausrüstung zum Luft anhalten. Chacha weiß, wie Luft ist. Rennt der einfach hier durch mich durch, ey. Chacha weiß, wie wichtig Luft ist, hat traumatischen Chakra-Stress von früheren beinahe tot. Chacha muss immer an Maske in der Höhle hinter Farm denken. Chacha glaubt, er macht Laufi-Laufi, um Maske zu Cook sehen. So Chacha-schick. Ja. Übrigens eine neue Maske bekommen, als ich mal auf der Farm war. Irgendwie so ein Topf ist das. Ja, genau das. Oder? Weiß ich nicht. Rätseltopf, Maske aus einem rätselhaften Topf. Übergebene Objekte werden vom Träger in Rauchwolke. Ist das die? Weiß ich nicht. Ja, schon, die habe ich jedenfalls an der Farm bekommen. Cool, oder? Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, ich habe die Klamotten vom Gobul an. Das hat auch ein bisschen gedauert. Vor allem, man kann den Schwanz abtrennen. Es ist nur verdammt schwierig, finde ich. Zusammen mit einer Katana, dieses Mal, eine Reifklinge, die richtig, richtig gut ist anscheinend. Und ja, gucken wir mal. Muss mal anderes rumlaufen, außer mit einem Breitschwert, okay? Eine Maske, Maske. Oh, hallo, sag mal, warum ist wohl eine Maske im Dorf eingeschreint? Eine Theorie, vielleicht ist es dir aufgefallen, aber dieses Dorf ist auf einigen alten Ruinen erbaut. Wenn die Leute damals eine Art Maske zum Atmen unter Wasser hatten, sind sie sicher oft zum Meeresgrund getaucht. Und sie waren verdammt klein anscheinend. Ich wusste es. Muss toll sein, nicht auf den Sauerstoffbalken achten zu müssen. Alle hübschen Fische und Kräuter. Da muss ich auch allgemein nicht, Mann. Da kommt das wütende Monster. Ah, die Leute rennen und schreien vor Angst. Ah, war der mutige Jäger. Tut mir leid, ich bin oft abgeschweift. Oh, Neues von der Gilde. Wie erwartet hat man die Evakuierung ausgesetzt. Wir sollen auf Anweisungen warten. Glücklicherweise sind weitere Quests eingetroffen. Mal sehen. Rathalos, König der Lüfte und Barioff. Jedes Monster wilder und schrecklicher als das vorherige. Die müssen dich mögen oder sie wollen dich umbringen. Keine Sorge, mit dir ist das... Mir ist das oft genug passiert. Was? Okay. Jage ein Barioff. Jage ein Diablos. Jage ein Rathalos. Das soll ich noch in dem Part hier schaffen? Hallo? Ich habe schon 5 Minuten hier geredet mit den Leuten. Da gucken wir mal, wie es hier ist. Wir müssen noch die Maske hier benutzen, Junge. Antike Maske erhalten. Bams. Ist das dämlich. Okay. Geben wir die mal dem, ey. Dem mag ich irgendwie, ja. Antike Maske. Eine Maske mit der Weisheit der alten Träger sind schneller im Wasser und hinterlassen das auf den Signal Sauerstoffträger. Greifen große Monster kühn und aggressiv an.
Also muss er gar nicht wegen der Dings machen, in Hauptquest oder was? Verstehe nicht. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwo hinschicken oder was weiß ich. Ja, dann müssen wir doch schnell hier weitergehen. Was habe ich alles dabei? Großjahr, ich habe ein Großjahr geerlegt. Verdammt, muss ich noch loswerden alles. Oh Mann. Wir haben übrigens alle Masken mal aufgezählt, die ich habe. Schatzaufspürer habe ich mal eingetauscht. Weil ich nichts anderes hatte. So. Reicht. Wird schon gehen irgendwie. Dann, weiß ich nicht, gegen was verkämpfen. Du hast natürlich wieder den üblichen Bonus hier. Wo ich möchte mal einen Gutschein einlösen. Gutschein eingelöst. Also jetzt einfach nur, dass ich das umsonst bekomme. Nee, das ist alles frisch. Wir kämpfen gegen einen Rathalos, würde ich sagen. Das ist doch hier die männliche Version vom Rathian, oder? Deswegen nehme ich mal an, Feuer. Feuer ist gut, ne? Das schmeckt ja erstklassig. Okay. Dann machen wir das. Rathalos, Vulkan. Na gut. Ah, schön. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt noch irgendwie so viele Cutscenes oder so, storymäßig, aber war ja vorher nicht so, ne? So. Dann nehmen wir mal natürliche Kältetränke mit. Ich habe nur zwei dabei. Verdammt. Gegengift. Nein! Oh. Gegengifte? Nein, habe ich nicht, ne? Ah. Toll, er will uns vergiften. Verdammt. Das war eine gute Idee. Diese Klinge, die ich hier habe, ist voll auf Eis spezialisiert. Also tut Eisschaden aus Teilen. So, Quest-Info. Nee, nicht Quest-Info. Jägernotizen. Jetzt mal gehen wir hier ein bisschen koordinierter ein. Rathalos. Genau so, viel Sterne, okay. Furchtbare Viren, die man auch Könige der Lüfte nennt. Zusammen mit Rathianen herrschten sie über große Reviere im Umfeld ihrer Nester. Stürzen auf ihre Eindringlinge ab und greifen mit Giftklauen und Feueratem an, okay. Deswegen hoffe ich, die Eisklinge, die ich komischerweise sehr praktisch gerade ausgerüstet hatte. Ja, ich wollte nicht mit einem Beitschwert rumlaufen, weiß ich nicht. Ich finde, das passt irgendwie so zum Aussehen. Ich habe das echt jetzt hier nur wegen dem Aussehen genommen. So, dann müssen wir einen Kältetrank hier nehmen. Oder sonst können wir da nicht laufen. Und ich habe Chacha und Kayamba dabei, merke ich gerade. Wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Ja, kann... Wir haben jetzt schon 5 Minuten verschwendet mit Cutscenes und so und Gesprächen, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. Angriffsstärkung, yay! Außerdem sind die, glaube ich, kurz davor, ihre Sympathie-Level zu erhöhen. Oh, da kommt er. Jetzt kann ich auch der sagen, nicht die. Sieht wahrscheinlich genauso aus wie der Rat, wie die Rathian. Eieiei. Sie hat doch schon kommen. Irgendwann kommt eine Quest, wo ich gegen beide kämpfen muss, ne? Dann komm mal her. Oh, ich habe noch Beruhigungs. Dinger dabei. Okay, die weißen Katzen. Aber von der Perspektive siehst du genauso aus wie der Rathian. Ja, du schreist jetzt erst. Ja, ich weiß. Ich treffe den mit dem Farbball nicht. Oh Gott, der tut aus der Luft Feuer. Sehr gut. Erste Regel, den Schwanz abtrennen. Und bloß nicht von diesem einen Angriff treffen lassen. Wenn er kommt, sage ich schon Bescheid. Ich habe eine gute Idee, hier eine Eiswaffe zu nehmen. Sehr gut. Boah, sind die gleich schon tot. Oh Gott.
Oh nein, ich brenne. Hilfe. Oh mein Gott, Chacha ist schon gleich tot. Oh Gott, mich in Zweier rein. Ach, das okay. Ich dachte, da muss man doch irgendwie den Balken voll haben. Ah. Oh Gott. Geh weg. Maha. Also gegen Ratian habe ich keine Probleme, ne? Aber jetzt kommt der, mach mich fertig. Verdammt. Bin ich irgendwie der Nibelsnach, nicht Nibelsnach, der... Das manchmal auch erste Hilfe und so. Ja, sehr gut, danke. Oh Gott, geht weg! Was wollen die jetzt schon wieder von mir? Ich habe mal versucht, einen anzugreifen, der war daneben. Oh Mann, echt? Ich komme fast gar nicht an den heran. Komm, komm, komm. So viel andere Angriffe der Ratian hat er jetzt auch nicht. Besser, komm zurück. Willst du mich hauen oder was? Der ist noch da. Ich dachte, der wird abhauen. Ich wusste, ah, heiß. Komm her. Oh. Sag, ah. Wie kann ich noch meinen Balken erhöhen? Ich hau dir sowas von den Schwanz erstmal ab. Hast du jetzt ab? Ja. Na, warte mal hier. Es hilft, nein, sehr gut. Danke für die. Was? Also haust du jetzt ab oder nicht? Der verarscht mich. Mal zurück, ich muss deinen Schwanz abtrennen. Jetzt sehe ich noch keinen Giftangriff von dir. Zup. Na komm, haust du jetzt ab? Verwirrt mich voll mit seinen Angriffen. Er geht einfach aus Reichweite. Nee, mit diesem Angriff machst du so einen Rückwärtsschritt, oder? Okay, gut. Weiß ich jetzt auch. Ich gebe zu selten mit einer anderen Waffe außer mit einem Breitschwert. Ich hoffe, das Eis ist sehr effektiv gegen den. Ist jetzt von denen noch nichts abgetrennt. Oh, läuft gut, der Kampf, oder? Brauchst du jetzt ab? Ich glaube, jetzt haut er echt ab. Okay. Dann da lang. Ich glaube. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Kampf so lange dauern wird wie der gegen den Dingens. Den Oh, ist er noch weiter gegangen. Gegen den, ihr wisst schon. Das große Ding mit dem großen Schwanz. Barov. Nee, nicht Barov. wie ist das Kackvieh nochmal? Ich glaube, ich kann mir eine Katana durch irgendwas erstellen. Oder weiter verbessern, die irgendwie einen blauen Balken hat. Das hatte ich noch nie. Das ist aber interessant. Guck mal, wie klein das Viech ist im Gegensatz zu dem. Oh, ich dachte, er kommt jetzt mit dem Giftangriff. Jetzt hat er noch keinen eingesetzt.
Okay, hier kannst du ruhig Feuerangriff einsetzen, ist Wasser. Okay, so was von erst den Schwanz ab. Oh Gott. Hier war doch gerade was Glänzendes irgendwo. Hier ist bestimmt eine Vivanträne, ne? Ja, oh Gott. Au! Vielleicht nicht so eine gute Idee, erstmal heilen. Was? Lass mich erstmal heilen, danke. Okay, hier ist auch noch nicht schlimm. Hier ist noch nicht heiß. Ma. Ma, das gibt's doch nicht. Okay, weg. Voll bedrohlich. Ma. Schau dir diesen Kackschwanz ab. Okay. Weiß nicht, wie hat mit er klappt. Wart, ich bin durchgehend gerannt. So, geh weiter auf die los. Alle beide. Ich muss mich erstmal hochheilen. Danke. Alter. Oh, Schatz ist vergiftet. Durch welchen Angriff denn? So, jetzt bist du dran. Ich habe nichts von denen kaputt gemacht, Mann. Oder Ding ab, Mann. Das kann schon. Na, sehr gut abgefangen. Ja, ich habe seinen Kopf irgendwie kaputt gemacht. Gut. Kannst ja beim Bratian auch machen. Nähern uns ja langsam dem Ende, ne? Ich meine, es ist nur diese Fragezeichen. Dingens jetzt übrig. Was? Die Klauen waren Giftangriffe, okay. Boah. Sehr gut. Das soll ab, oder? Danke. Das ist gut, dass die heilen können. Das ist wirklich gut. Du gehst dahin. Okay, du gehst nicht in heißen Gebieten rein. Das ist sehr schön. Boah, ich kann Angst haben, dass mein Kaltgetränk hier ausläuft. Mir ist aufgefallen, das Ding ist noch nicht, das hat noch nicht an Schärfe verloren. Bis jetzt. Also das Schwert. Aua, was? Kämpfen die echt gegen den? Ja, das ist deine Schuld. Ich wollte nicht auf dich zielen, ich wollte auf den seinen Schwanz zielen. Oh Gott! Danke. Los, schnappt ihn euch. Jetzt ist er wieder zu hoch, Mann. Vorbei, bevor ich es vergesse. Ich verliere den wieder. Ach Mann. Wie lange ich bei dem Feuer brauche, um das auszumachen hier.
Ja, steckt halt schwer zu einem Bund. Oh man, drei Flügel kann man kaputt machen, das weiß ich auch vom Ratian. Also hoffentlich kann man das bei denen auch machen. Bei den Schwanz kriege ich irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Ich bin so gewohnt, mit dem Großschwert zu kämpfen. Schon wieder so ungewohnt hier. Ma! Oh mein Gott, echt? Lass mich erstmal heilen. Ich könnte ja auch locker hier heilen, ne? Ist ja nicht weit. In dem Camp meine ich. So, könnte ich jetzt mal bitte langsam meinen Schwanz abtrennen? Ich bin ein bisschen auf Nerven, da das zu lange dauert. Okay, ich dachte, Mann. Da kannst du mal bitte da rauskommen, das ist ein bisschen nervig. Jetzt genau da, oh nein. Oh! Kann mich auch irgendwie nicht mehr in der Luft retten. Ich drücke mal A und B. Normalerweise hilft das. Was kommen wir hier hin? Wir haben noch den ganzen Tag Zeit. Wieder irgendwas kaputt gemacht. Ich habe den Flügel. Weil will ich die ganze Zeit seinen Schwanz kaputt hauen, das kriege ich nicht auf der Reihe. Geh weg. Komm her. Gut. Boah, ich hau den ganzen Tag kaputt. Aber nur nicht den Schwanz. Oh, echt? Das brauche ich mir ein bisschen. Nein, 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 nein. Es ist nicht wahr. Boah, leck mich. Oh, du sollst den Dings einsetzen, Mann. Hast du auch, okay. Glaube ich, weiß ich nicht. Warte, jetzt komm her. Ich bin eine Sekunde weg und der fliegt direkt weg, oder wie? Boah. Warte, du machst es mir jetzt gerade einfach. Ich kann jetzt ja schön pennen gehen für eine Weile. Und du hoffentlich auch, damit du stehen bleibst und nicht deinen Schwanz abtrennen kann. So. War knapp, dass ich da nicht verreckt bin. So, sehr gut. Brauch keinen Kältetrank, ich brauche noch nicht Schleifen, was ist denn das? Ja, voll geil, die Waffe. Da liegt schon wieder eine Vipanträne, glaube ich. Ach, Mann! Lass jetzt den verdammten Schweif abtrennen. Alter. Ah. Wer sich immer umdreht. Ich kann mich nicht rollen. Sehr gut ausgewichen. Wer auch immer hat, war. Schatscha. Alter! Nein, ich wollte blocken. Kann ich doch gar nicht mit dem Schwert. Oh mein Gott. Ich bleibe aber nicht vernünftig stehen mit seinem Schwanz.
Man treten. Wer haut schon wieder ab? Schon wieder ab. Hey. Ma. Hey. Der Punkt war. Er pennt mich. What? Ah, du gehst ins Wasser, okay. Ich komme dir direkt hinterher. Du willst oder nicht? Du willst es höchstwahrscheinlich nicht, ne? Ja, genau, friss irgendwas. Ach man, ein Angriff und dann direkt. Boah, endlich. Ja, damit. Ratalos mal, okay, das braucht ich für irgendwas. Ich glaube für den Ratian-Rüstung, oder? So, jetzt kriegst du auf die Fresse. Jetzt halte ich mich nicht zurück und greife nur einen bestimmten Teil an. Jetzt kriegst du aufs Maul. Alter, echt? Nee, okay, der fliegt hier rum. So, komm her. Jetzt kriegst du aufs Maul. Komm her. Sehr gut. Nee, man muss mehrmals R drücken, dann macht man so eine Combo. Geil. So, er hat doch bestimmt viel abgezogen, ne? So bestimmt schon längst tot jetzt gleich. Au. Was ist das? Wow, und dann, wenn ich angreife, macht er das. Deswegen stecke ich mal meine Waffe weg, weil so da zum Gegner hinlaufen, das geht nicht. Du kannst nicht so viel aushalten wie der. Kannst nicht so viel aushalten wie, ich weiß immer noch nicht, wie dieser Name ist. Duramboros. Oh, Waffenstärkebegrüßung zum ersten Mal. Ja, gut. Oh Gott, geh weg von mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, danke. Hat noch gereicht. Ich brauche was Schnelleres. Komm schon. Ah. Alter, hör auf damit. Boah, ich bin schon wieder gleich tot. Wie macht der das? Ich brauche ein paar Mega-Tränke jetzt. Ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Na, komm da runter. Das war ein episches Setting ganz nebenbei. Warte, ich lass mich davon treffen. Hallo, ich laufe einfach zur Seite und fertig. Boah. Ich treffe nicht. Ich treffe die Überreste von seinem Schwanz. Alter, bleib doch mal am Boden. Lass dich vernünftig treffen. Ja, genauso. Ah, oh, echt? Vampir, Mann. Oder dadurch wäre ich beinahe vergiftet worden. Alter, immer wenn ich ihn angreifen will. Haut er ab? Ja. Ah, schon wieder nach unten. Warum? Ja gut. Ah, der Kopf dauert schon wieder viel zu lange. Wird wieder viel zu lang der Part hier. Na genau. Danke.
Ja, der kann gleich auch nicht mehr. Ich habe Gefühl. Jetzt er, Tisch. Na, kommt der mit denen an, auf denen du nicht voraussehen kannst. So, der ist aber gleich auch weg. Muss komm mal angerannt oder irgendwie so. Okay, hier kannst du nicht wie blöd fliegen. Dash. Na, tu da doch. Ich habe gerade keinen Farbball auf dich, ne? Wo ist er hin? Ich habe keinen Farbball. Okay, hier ist er. Lass den in Ruhe, Mann. Schon wieder so ein Viech an. Ich hoffe, der Angriff zieht derbe viel ab. Ich mach den einfach immer jetzt. Ich bin halt einfach pervers, wie die haben mich mit dem Schwanz, boah, Stimme weghaut. Ha! Ist jetzt gleich so gut wie tot. Ja, der ist leicht tot, gut. So habe ich einen Farbball auf den geworfen. Ich lasse dich nicht flüchten, ne? Au. Ma. Der haut jetzt noch ab, ne? Nein. Egal, ob ich brenne. Oh, jetzt muss ich den Ex noch. Oh. Warum muss ich euch immer in euren vorgeschriebenen Dingern hier erledigen? Langsam habe ich so die Logik des Spiels herausgefunden. Okay, auch nicht nur bis da. Gut. Ah, 33 Minuten, geil. Wie der verreckt das mit Einschlag, das ist schon oft passiert. Aus Queen. Oh. Nein, hör auf. Oh nein. Jetzt kein Mist hier, Sir. Danke. Boah, der will schon wieder abhauen. Willst du mich annehmen? Ey, das ist jetzt nicht witzig. Hör auf damit. Ey, was soll das? Wie dämliche Socken. Warum bist du denn nicht direkt dahin geflogen, wo ich dich erledigen kann? Da brauche ich einen Kältetrank. Mann! Ey, verarscht er mich hier voll. Warum ist er nicht direkt dahin geflogen? Das ist halt nervig. Bestimmt mit ein, zwei Schlägen gleich erledigt. Ja, das finde ich immer nicht gut. Dreck. Ja, wenn man jetzt die 5-6 Minuten abzieht, ist der Part eigentlich nicht so lang. Also die 5-6 Minuten am Anfang. Weil er pennt. Okay. Ach. Na los. Wenn du jetzt nur einen Schlag oder so weg bist, ne? Leck mich. Eine Combo und er war weg. Das muss er echt nicht sein. Ich meine, er war tot. Warte, das ist schon gut. Ja, danke, ist jetzt nicht mehr notwendig, danke. 35 Minuten. Warte, das Schuppe.
Ah, gut. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier kann man abbauen? Nee, ne? Da liegt noch was. Nehmen wir das mit. Welche Bären? Bombeere. Oder Bombeere. Farbbeere. Ich habe ein Objekt gefunden, ich weiß. Ich muss nicht deswegen tanzen, Mann. Stell ich mal vor, mein Jäger wird hier jedes Mal tanzen, wenn ich irgendein Objekt finde. Das wäre ja noch nerviger. Der macht dann jedes Mal diese Siegespose. Hoho! So wenig nur. Ja, Grüßkugel plus geil. König der Lüfte! Okay. Sehr gut, haben wir eins wieder erledigt. Dann würde ich sagen, ich beende die Party, das ist ja schon lang genug. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.